Herzlich willkommen im neuen Motor One München Olympiagate. Bar, Frühstück, Lobby, sozusagen alles in einem Raum, der sich zwar ein bisschen gliedert, aber alles offen sozusagen. Das ist ja das Konzept von Motel One und eines der Erfolgsfaktoren auch. Das Innendesign, wie bei allen Motel Ones, macht unser Designteam selbst. Ich bin eigentlich sehr begeistert über das Ergebnis daraus. Es ist ja immer ein langer Prozess. Man sucht ein Thema und dann versucht man die Umsetzung. Aber ich glaube, das ist sehr gut gelungen, das Thema. Aber das hier finde ich toll im Gedenken zu den Spielen, zumal dieser Olympiapark ja auch wirklich noch lebt. Da finden ja noch viele Veranstaltungen statt und ist einiges noch dazu gebaut worden. Irgendwelche unterirdischen Geschichten habe ich schon gesehen. Ist ja nicht so, dass es seit 72 nicht mehr hier war. Aber von dieser Stelle aus hier, ich habe mein Zimmer oben im 6. Stock, habe ich noch nicht auf das Olympiagelände und den Monte Cervellino geblickt. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ich finde diese Zimmer sehr fein. Die sind klein, aber fein. Schönes Mobiliar, schönes Bettzeug und ja, ich habe zwei Seiten Fenster. Ich kann viel gucken. Das erweitert ein Zimmer immens. Ich mit Erinnerungsstücken von der Olympiade. Und Sie sehen ja auch, wir haben zwei Hostessen heute in den Original-Dirndl von der Olympiade 1972. Hier dieses Piktogramm von Otel Eicher, das hat mich damals sehr, sehr beeindruckt. Obwohl ich noch jung und doof war, fand ich das doch sehr beeindruckend, dass damals diese Piktogramme kreiert worden sind. Und die mit wenigen Strichen eigentlich richtig gut gezeigt haben, was Sache ist und was jeder verstehen konnte. Das wird jetzt mittlerweile auch immer wieder dargestellt. Wir haben sehr kleine Zimmer, aber wir haben dennoch ein sehr gutes Raumgefühl und alle Materialien, die verwenden, sind natürlich sehr hochwertig. Beginnen beim Handtuch mit 600 Gramm Ware. Das ist was ganz Besonderes, was sonst nur in der Luxushotellerie verwendet wird. Und auch Bettwäsche mit ägyptischer Baumwolle. Also alle Materialien haben eine besondere Qualität. Und das Ganze spiegelt sich natürlich hier auch in den öffentlichen Bereichen wieder. Da finden Sie eigentlich nur Designerstücke.